Hallo ihr da draußen. Heute ist Sonntag, das heißt, heute ist Videotag und weil Skizzensonntag ist, bedeutet das, dass ich heute eine Doppelseite in meinem Skizzenbuch vollkritzeln werde und dafür habe ich mir hier Bleistift, Radiergummi und ein Skizzenbuch zurechtgelegt und ich würde sagen, wir legen los. So. Wir schlagen einmal eine freie Seite auf. Und jetzt suche ich mir noch schnell ein Thema, zu dem wir unser Skizzenbuch füllen und dann geht's los. So, der Art Prompt Generator hat Fallen King ausgespuckt und dazu werde ich jetzt einfach mal versuchen, hier meine Doppelseite in diesem Skizzenbuch zu füllen. Ihr seid gerne eingeladen, auch euer Skizzenbuch zu füllen oder ein Blatt Papier, gerne zu dem gleichen Thema oder auch einfach zu etwas Eigenem, falls ihr selber noch irgendwas zeichnen wollt. Das wird wahrscheinlich ein längeres Video, in dem wir einfach nur zeichnen und quatschen, ein bisschen scribbeln und Ideen zu diesem Stichwort niederbringen. Dann wollen wir mal loslegen. So, meistens fange ich dann irgendwo hier so an. Fallen King. Gut. Na, erstmal natürlich ein König. Und irgendwie noch dieses gefallener König irgendwie einbringen. Wollen wir doch mal sehen. Ich fange erstmal an mit den Sachen, die mir so als erstes einfallen. Etwa eine Krone für König. Und dann zeichne ich die erstmal hier hin, einfach um warm zu werden. Wie gesagt, macht gerne mit. Und wenn ihr mögt, könnt ihr eure Ergebnisse dann auch gerne auf Twitter mit mir teilen. Mein Twitter-Profil findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr könnt das auch gerne auf Instagram mit mir teilen. Das findet ihr auch in der Videobeschreibung. So. Dann hat diese Krone natürlich hier hinten noch zwei Zacken. So. Weil es weiter hinten ist, ist es natürlich auch etwas dunkler. So, nun ist jetzt einfach erstmal eine Krone, das fällt mir ein, wenn ich an König denke. Und vielleicht noch eine weitere Krone. So ein bisschen breiter, dafür vielleicht nicht ganz so hoch. Auch so ein paar Zacken. Hier noch so einen halben Zacken. Zacken hinten nicht vergessen. Und dann könnten wir hier noch so ein paar Steinchen hinsetzen, weil hier noch so eine halbe Zacke ist. Setzen wir dann noch so ein halbes Steinchen hin. Wir werden einfach mal sehen, wohin uns dieses Thema führt. Fallen King, da habe ich gar nicht so viele Assoziationen, außer, naja, ein gefallener König halt. Man kann da vielleicht an Geschichten denken oder an Videospiele oder sich einfach Legenden durch den Kopf gehen lassen, ob da vielleicht irgendwas passt. Aber ich würde vorschlagen, wir gucken einfach mal, wohin uns das führt. Und ich zeichne einfach drauf los. So. Ich finde, das sieht schon ganz gut aus. Hier habe ich noch meine Zeichenschublade. Nehme ich mir jetzt noch dieses Radiergummi im Stift raus. Jetzt bin ich voll gegen die Kamera gekommen. Und dann wollen wir mal gucken. So. Genau.
So, ich finde das eigentlich ein ganz guter Anfang, um schon mal hier einen Kopf dran zu machen. Der würde ja, so eine Krone sitzt ja auf dem Kopf, der würde hier so weitergehen. So Schädelplatte. Normalerweise würde man natürlich mit dem Kopf anfangen, wenn man zeichnet. Aber ich mache das immer, wie die Laune gerade ist. Allerdings muss man dann natürlich damit rechnen, dass die Proportionen nicht so ganz hinhauen, wenn man den Schädel an die Krone anpasst und nicht umgekehrt. Aber das hier ist ein Skizzenbuch. Ihr könnt auch ein Skizzenbuch machen, was ihr wollt. Und das ist das Schöne an einem Skizzenbuch. So, hier deute ich schon mal die Schlüsselbeine an. Schultern. Man sagt so idealtechnisch, passt bei einem Mann, neben die Schulter noch jeweils, neben den Kopf noch einmal ein Kopf, um so die Schulterbreite zu ermitteln. Das ist eine ziemliche Idealangabe. Daran kann man sich halten, wie immer in der Kunst. Man muss es nicht, aber so ungefähr würde man jetzt sagen, bei einem Mann wären so ungefähr die Proportionen. Bei einer Frau übrigens würde jeweils noch ein halber Kopf daneben passen. The more you know. Aber wie gesagt, das sind Idealmaße. Man kann sich daran halten, man muss das nicht. Aber es hilft manchmal ganz gut, um sich darüber klar zu werden, wie die Proportionen so funktionieren. So, Körpermitte ungefähr. Das ist natürlich das Problem, wenn man so groß anfängt wie ich, dann hat man auch irgendwie schon so das ganze Blatt gefüllt, hat nicht mehr so richtig viel Platz. Ja, ich bin jemand, der scribbelt halt sehr gerne irgendwie in dem Buch und sucht sich die Linie. So. Das ist natürlich jedem selber überlassen. Das ist so dieses Stadium in Zeichnungen, das einfach jede Zeichnung sieht in irgendeinem Stadium ihres Machweges schlecht aus. Das ist einfach so. Das ist nicht ganz die Hälfte. Man sagt immer, sieht die Augen liegen so ungefähr auf der Hälfte des Kopfes. Augenmaß etwa hier. So. Und es passt ungefähr immer ein Auge zwischen beide Augen, aber das sind alles so Idealmaße. Es vereinfacht, das, sich das so ein bisschen vorzustellen und sich so ein bisschen daran zu tasten.
Jetzt kann man natürlich gucken, was für eine Statur soll der haben. Ich neige immer dazu, irgendwie so halbes Son Goku aus dem Boden zu stampfen. Ich muss mir das mal abgewöhnen. Wäre vielleicht eine Idee fürs nächste Video. Einfach mal Männer zeichnen üben, die nicht aussehen, als würden sie 15 Tage die 7 Tage die Woche ins Fitnessstudio gehen, um zu pumpen. So. Jetzt könnte man eben vielleicht noch was anziehen. Das wäre ja nicht schlecht, ne? Ihr seht schon, ich springe immer umher. Aber wie gesagt, es ist ein Skizzenbuch. Ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Niemand zwingt euch, das in einer bestimmten Reihenfolge zu machen. Macht das, wie ihr wollt. Die Ohren sitzen ungefähr auf der Höhe der Augen und reichen so in etwa zwischen Mund und Nase. Auch das wieder ein Idealmaß. Wenn ihr größere Ohren habt oder größere Ohren malen wollt, dann malt ihr größere Ohren. Ich muss bei Königen auch immer so ein bisschen an Bärte denken, deswegen werde ich meinem König hier wohl auch einen Bart angedeihen lassen. So einen schönen kräftigen Vollbart. So. Ein paar Augäpfel spendiere ich ihm auch noch. Augenbrauen haben auch die meisten Leute. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wo einzelne Partien des Gesichts oder des Körpers sitzen, und euch die Regeln auch gerade nicht so einfallen, ne? Die Augen liegen ungefähr auf der Hälfte, die Ohren liegen so ungefähr auf der Höhe der Augen, der Mund so im unteren Drittel, die Nase natürlich auf der vertikalen Hälfte, was heißt natürlich, gibt auch andere Fälle, aber so Idealmaße, ne? Dann könnt ihr natürlich auch einfach mal in den Spiegel gucken, gucken, wie das bei euch so aussieht. Das ist fast noch besser, als sich an Idealmaße zu halten. Aber zum Üben ist es ganz gut. So, jetzt kriegt er noch ein paar Haare. Ups. Heute ein bisschen heavy-handed. So, ab hier verschnellere ich das Video einfach ein bisschen, weil sonst die Videolänge einfach komplett den Rahmen sprengt. Man kann auf YouTube zwar 10-Stunden-Videos hochladen, aber ich glaube, keiner will mir 1,5 Stunden dabei zusehen, wie ich in mein Skizzenbuch zeichne. Wahrscheinlich habe ich die Geduld jetzt schon ausgereizt. Props an diejenigen, die noch da sind. Ihr seid großartig. Vielen Dank.
Ja, ich zeichne einfach meinen König noch ein bisschen weiter, gebe ihm so einen Pelz und einen Umhang dazu, weil das ist, woran ich so üblicherweise bei einem klassischen Klischeekönig denke. Und das verfeinere ich dann einfach noch hier und da, verstecke die Oberarme, gebe ihm noch eine Gürtelschnalle. Wobei ich gar nicht so sicher bin, ob ein König einen Gürtel tragen würde. Aber mein Skizzenbuch, meine Regeln, deswegen machen wir das jetzt einfach so. Und dann wird das einfach so ein bisschen ausgearbeitet. Tja, und dann, weil der jetzt halt wie ein König aussieht, aber noch nicht so richtig gefallen, werde ich da auch noch zusätzlich so ein paar Variationen, was heißt ein paar, zwei Variationen hinzufügen, wo der König ein bisschen abgewrackter aussieht, um so ein bisschen an das Thema des gefallenen Königs mich noch heranzutasten. Ja, wie ihr seht, taste ich mich so ein bisschen an die Figur ran. Die Krone bleibt die gleiche, aber ich habe versucht, durch hell und dunkel der Steinchen anzudeuten, dass der ein oder andere Stein schon aus der Krone gefallen ist. Der Bart ist wesentlich ungepflegter als vorher, wenn auch noch recht voll, aber stoppelt und steht ab. Bei der zweiten Version habe ich tatsächlich versucht, die Augen noch ein bisschen eingesunkener wirken zu lassen und die ganze Stimmung des Königs ja, so ins Negative zu ziehen, den sein Plan vom Aufbau des Reiches oder von der Kriegführung oder was auch immer er geplant hat, hat offenbar nicht so funktioniert. Ist nicht besonders beliebt beim Volk oder war nicht beliebt bei seiner Ehefrau oder bei seinen Kindern. Was immer da passiert sein mag, bin leider nicht so der große Geschichtenschreiber. Sondern halt eher, naja, derjenige, der irgendwas in Bilder einfängt, auch wenn so explizit keine Worte dabei fallen. Hier breche ich ihm noch einen Zacken aus der Krone ab und deute da oben so ein paar fusselige Haare an. Und weiterhin gibt es dann natürlich einen noch ungepflegteren Bart. Und dann versuche ich den Pelz, den ich bei der ersten Version des Königs schon angedeutet hatte, hier nochmal in etwas abgewandelter Form nochmal nachzuahmen, aber in deutlich unschicker. So, auf dieser Seite versuche ich mich dann doch nochmal an das, also nochmal aus einer anderen Sichtweise auf das Thema anzunähern. Und zwar hatte ich die grobe Idee, dass der gefallene König auf seinem Thron sitzt, und zwar schon etwas längere Zeit, denn er ist nur noch ein Skelett, und das skizziere ich hier dann tatsächlich einfach mal an. Einfach ganz grob mit ein paar Strichen, so wie ich mir die Pose, ungefähr vorstelle. Und wie tatsächlich eigentlich, glaube ich, eher unüblich, aber ebenso meine Idee der Vorgehensweise. Ich fange immer erstmal mit der Figur an, auch wenn ich sie irgendwie auf einen Stuhl setzen möchte. Ich weiß nicht, logisch wäre ja eigentlich mit dem Stuhl anzufangen, um die Figur da dann draufzusetzen, aber irgendwie mache ich das immer anders. Ich fange irgendwie immer erst mit der Figur an und dann baue ich den Hintergrund oder auch das Möbelstück da einfach drumherum, was meistens irgendwie dazu führt, dass das Möbelstück irgendwie seltsam aussieht oder perspektivisch nicht so ganz hinhaut. Aber das hier ist ja auch sowieso ein Skizzenmodus. Hier geht jeder irgendwie auch mal anders dran und ich mache das eben so. Aber gut, an dem Stuhl werde ich auch noch viel herumdoktoren und herumprobieren, das werdet ihr dann sehen. Jetzt habe ich ihn erstmal nur so ganz grob so einen Thron noch dazu gemalt, damit mein Kopf so ungefähr weiß, in welche Richtung es gehen wird.
Genau, und von da an werden wir dann weiterarbeiten. So, ich talke ganz entspannt weiter. Allerdings zeichne ich natürlich nicht so schnell, dass es immer noch verschnellert. Ich zeichne jetzt einfach hier mein Skelett ein, fange mit dem Kopf an und arbeite mich einfach so nach Gefühl durch. Ich benutze hier jetzt tatsächlich bis auf den Beckenknochen später keine Referenz. Kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich habe erst neulich im Zuge eines Projekts ein Skelett zeichnen müssen. Deswegen hatte ich noch so ungefähr im Kopf, wie ein Skelett aussieht oder auszusehen hat. Beim Beckenknochen brauchte ich tatsächlich dann doch nochmal eine Referenz. Aber so an sich hatte ich das dann jetzt erstmal relativ frei gezeichnet. So ganz ungefähr, wie mein Kenntnisstand so ungefähr ist, wie ein Skelett aufgebaut ist und wie die Knochen so ungefähr aussehen. Ist natürlich jetzt kein Anatomiekurs und kein, wie zeichne ich ein Skelettkurs, sondern einfach ein entspanntes, ich kritzel eine Doppelseite in meinem Skizzenbuch voll Video und ungeschnitten wäre das übrigens ungefähr 1,5 Stunden lang gewesen, glaube ich. Also daraus könnte man vielleicht auch ein Format machen, entspannt zeichnen am Sonntag, wo ich einfach nur zeichne und irgendetwas von mir gebe, was so während dem Zeichnen mir so einfällt, so wie ich das im ersten Teil des Videos getan habe. Da bräuchte ich vielleicht einfach ein bisschen Rückmeldung, ob das cool wäre oder ob so verschnellerte Versionen mit einfach locker leichtem Commentary da die bessere Wahl sind. Genau, ich zeichne dann da jetzt einfach diesen Mantel, den er schon zu Lebzeiten hatte, einfach über die Knochen drüber. Ist auch ein toller Weg, um sich Schulterknochen zu sparen oder um Partien abzudecken, von denen man nicht so genau weiß, wie sie aussehen oder nur so ungefähr weiß, wie sie aussehen, so wie ich das hier mache. Und ich habe die tolle Idee, diesen Mantel dann über diese Kante fallen zu lassen. Da fällt mir dann ein, dass ich vielleicht jetzt doch den Zeitpunkt nutzen muss, diesen Stuhl ein bisschen auszuarbeiten. Ich nutze dafür ganz simpel einfach Parallelperspektive. Also so ziemlich die einfachste Perspektive, die man, glaube ich, so anwenden kann. Wird, glaube ich, auch ganz gerne zur Darstellung von architektonischen Gebäuden genutzt. Von architektonischen Gebäuden. Doppelt gemoppelt. Wird, glaube ich, ganz gern halt genutzt, um Gebäude darzustellen, weil sie nicht so kompliziert ist. Denn alle sich gegenüber liegenden Linien sind, wie der Name schon sagt, einfach parallel. Und wenn man eine Linie hat, weiß man eigentlich schon, wo die nächste hingehört. Und aneinander liegende Linien sind immer im rechten Winkel. Deswegen ist das eigentlich ganz, ganz einfach. Und die in die Tiefe gehenden Linien, die sind im 45-Grad-Winkel, also die Hälfte von so einem rechten Winkel. Also wirklich ganz einfach, ganz simpel, nicht so kompliziert. Das bevorzuge ich, wenn ich in einem Skizzenbuch arbeite. Es sei denn, ich habe Bock, mir Ein-Punkt- und Zwei-Punkt-Perspektive reinzuziehen. Dann übe ich auch schon mal das ganz gerne. Aber dafür muss ich wirklich in Stimmung sein. Weiß nicht, wie das bei euch ist. Viele empfinden Perspektive ja eher als kompliziert und schwierig. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man einmal drauf hat, wie das so ungefähr funktioniert, dann ist es eigentlich relativ easy und ja, nicht selbsterklärend, man muss das schon einmal gelernt haben, wie das so funktioniert, aber wenn man einmal so die Grundbegriffe drauf hat und einmal so
verstanden hat, wie Zentralperspektive, Zweipunktperspektive oder gar Dreipunktperspektive funktioniert, dann ist es relativ einfach, weil dann kann man sich an seiner Horizontlinie und an seinen Punkten orientieren und kann dann nicht mehr allzu viel verkehrt machen. Weil man diese Orientierungshilfe hat. Genau, hier bin ich jetzt beim Beckenknochen angelangt. Dafür brauchte ich tatsächlich eine kleine Referenz. Da habe ich einfach im Internet Beckenknochen eingegeben und habe mich da dann orientiert. Wenn ihr euch echt nicht sicher seid, wie etwas auch ungefähr aussieht, dann guckt es einfach nach, das ist keine Schande. Referenzen sind eigentlich eine sehr, sehr gute Sache. Mir ist nicht ganz klar, warum in der Schule häufig verlangt wird, ohne Referenzen zu arbeiten. Ich habe die Erfahrung auch gemacht, als ich an der Schule gearbeitet habe, dass das bei dem einen oder anderen Kollegen, Schrägstrich Kollegin, das gang und gäbe war, keine Referenzen zuzulassen. Ich denke, das liegt unter anderem daran begründet, dass Schüler dazu neigen, das Referenzbild nicht als Referenz zu nutzen, sondern 1:1 abzuzeichnen. Und dass das nicht erwünscht ist im Unterricht, das sehe ich schon ein, weil sie ja eine Eigenleistung erzielen sollen und abzuzeichnen. Also abzeichnen ist zwar schon eine Eigenleistung, weil man paust ja nicht durch, sondern man transferiert das Bild ja tatsächlich durch eine Eigenleistung nochmal auf ein Blatt Papier, ohne zu pausen, sondern wirklich durch Gucken und Nachmachen. Aber das reicht im Kunstunterricht natürlich nicht, es sei denn, die Aufgabe war so. Also wenn die Aufgabe natürlich heißt, zeichne ab, dann ist das natürlich großartig, aber so einfach ist es im Kunstunterricht dann doch nicht. Trotzdem denke ich, man kann das schon lernen. Auch in der Schule sollte man das lernen, wie man ein Referenzbild nutzt, ohne einfach nur abzuzeichnen. Das ist Übung. Und ich denke, das wäre wichtig. Aber ich möchte hier jetzt auch keine kunstschulpolitische Diskussion irgendwie mit mir selber führen. Deswegen versuche ich einfach wieder zu meinem Bild zu finden, an dem ich da arbeite. Und ich habe gerade an den Augenhöhlen gearbeitet. So ein Schädel grinst ja immer so ein bisschen. Oder zumindest habe ich das Gefühl, dass so ein blanker Schädel immer so zum Grinsen neigt. Und das war meiner Meinung nach nicht so ganz passend zum Thema gefallener König. Deswegen habe ich da comichaft ein bisschen was an der Knochenstruktur geändert und die Augen durch comichafte Vereinfachung halt so ein bisschen versucht, ja, traurig ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe versucht, die Augen halt nicht fröhlich aussehen zu lassen, sondern so ein bisschen niedergeschlagen und habe deswegen auch da die Knochen, wo die Augenbrauen drauf sitzen, da so ein bisschen angepasst. Struggle da noch so ein bisschen mit dem Stuhl, aber bin grundsätzlich damit erstmal zufrieden. Genau, und jetzt mache ich da eigentlich nur noch hier und da so ein bisschen Schatten und bessere das noch so ein bisschen aus. Wir sind dann mit dieser Skizze soweit eigentlich fertig. Ich hatte noch überlegt, ob ich das jetzt bunt mache, aber das hätte den Rahmen wirklich, wirklich gesprengt. Ich habe ja schon für diese Doppelseite 1,5 Stunden gebraucht. Und ja. So, einfach Bescheid geben, wenn ihr das cool fändet, auch mal so längere Videos zu sehen, wo man einfach nur ein bisschen quasselt und zeichnet. Wahrscheinlich dann auch zusammen. Einfach in die Kommentare schreiben. Und dann weiß ich da Bescheid. Ja, und dann nähern wir uns jetzt tatsächlich dem Ende. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. So, wenn euch das dann gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren, um nicht zu verpassen, wenn ich ein neues Video poste.
Oder einfach öfter mal reinschauen. So mache ich das immer, ich muss es zugeben. Ja, hier haben wir jetzt unsere Doppelseite gefüllt zum Prompt Fallen King. Den Prompt-Generator kann ich euch unten in der Infobox verlinken. Und dann war es mir eine Freude, für dieses Video gezeichnet zu haben. Und ich sage Tschüss, vielen Dank.